Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Der Rostankino-Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem meine Geschichte begann. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Let's Play Metro 2033. Nun, wir haben es bis zum Ende durchgehalten, Gott sei Dank. Das Spiel neigt sich dem Ende. Ich werde das Ende in einem Stück spielen, also in dieser Folge bekommt ihr das komplette Ende uncut. Was ist uncut? Natürlich schneide ich später alles zusammen. Nein, ich hoffe, euch hat mein Let's Play gefallen. Falls ja, abonniert meinen Channel. Ich werde auf jeden Fall im Mai das darauf folgende Spiel spielen. Metro, ich weiß nicht, 2034, glaube ich, heißt das. Naja, so, los geht's. Wir waren in der Ausgangssituation wie in der ersten Folge. Da sollte von rechts der erste kommen. Ja. Ja. Da bist du ja. Der erste. So. Yeah. Ach, Und wo? So, ich musste umgeworfen werden. Soll ja auch. Ich hatte anscheinend keine Chance. So, die Story sagt mir, ich soll umfallen. Dann fallen wir ihn mal um und du kippst das Auto. Wie in der ersten Folge. Du fliegst mich an und so hat unsere Story angefangen. Mit einem Flashback. Wie mehr oder weniger alles begann. Nun, wir haben schon direkt gesehen, wo wir eine Gasmaske haben. Das ist unsere einzige Chance, den Turm zu erreichen. Oh, sorry, Jungs. Der Fehler durfte nicht fehlen. Von links! Von rechts! Komm schon! Ja. Komm schnell her! Ja, ich baller alles nieder, Digga. Falle alles nieder. Nur für dich. Hier. So, kommt mir nicht in die Quere, du. Los geht's. Hier. Yeah. Alles klar. Los. So, ich bin hinter dir, Hunter. Hau rein. Ja, yeah. Da habe ich allen ins Gesicht geschossen, ihr Penner. Wo stehst du, Penner? Ich habe nur noch 8 Kugeln. So. Schau dir mal diesen Raum an. Fast geschafft! Das wird eigentlich unsichtbar. Und wir schmecken noch Scheiße. So. Halt! Scheiße! Feuer frei! Ja, stirb, Alter. Stirb. So. Puh. Wir haben es geschafft. Oder? Wir sind doch am Turm. Und jetzt leise. Und jetzt leise. Weil wir so leise waren am Anfang. Suchen wir uns einen Weg nach oben. Sind mir gar nicht hier aufgefallen, ne? Ich hab hier, du Lappen, verstanden. Hier, du Lappen. Nein. Nicht hier, du Lappen.
So. Aufzug. Jawohl. Keine Treppen laufen. Funktioniert auch? Ja. Einen Weg nach oben. Bist ein ewiger Optimist, Lille. Leichter gesagt als getan. So, ja. Klettern wir hoch? Gut, ich habe eine Idee. Klettern wir auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Hört sich gut an. Der Hunter erinnert mich irgendwie an MacGyver. Komm schon! Ja. Los! Komm schon! Voila! Das macht Spaß! Warum denn nicht, ne? So, oben. Der Aufzug brachte uns zur Spitze des Turms. Jahrzehnte wurden von hier aus Nachrichten gesendet. Aber ob die Neuigkeiten von heute gut oder schlecht sein würden, das hing nur von uns ab. Sobald wir das Leitsystem installiert hatten, war unser Auftrag beendet. Aber Pläne gehen nun mal schief. Ja, das stimmt wohl. Macht Pläne gehen wirklich schief. Jetzt wird es heftig. So, fuck. Jetzt Missionsfehl, was weiß ich was, wegen... Ne, doch nicht. So, wir sind nicht ganz rausgeflogen. Bist du okay, Arthur? Ja, eigentlich schon. Fantastisch. Oma, bitte komm. Wir sind im Turm. So, er ist oben. Das Ziel ist von vorgenommen umgeben. Wir fahren höher. Ende. So, links her geht's nicht. In Ordnung, Arthur. Rechts lang. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. Digga, verpiss dich. Stirb, du Stück Scheiße! Lauf, Arthur! Ach, du Scheiße. So. Spritze einwerfen. Weg mit dir! Alter Schwede. Alter, ist... unsterblich anscheinend. So, jetzt haben wir kein Medikit mehr. Hinter dir, Arjo! Ey, der macht mir die ganze Zeit Angst, dieser Hunter. Lass mich mal in Ruhe hier, chillig hier rumrennen. Schau mal, hier hoch geht's. Ja, du bist da runtergeflogen. Da ist eine Treppe in deiner Nähe! Ja, ich hab sie gefunden. Links geht's nicht mehr ran. Lang. Nun. Ja, da bist du ja. Gut gemacht. Jo. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Gehen noch weiter hoch. Alter. Bitte kommen. Du Stinker. Schieß, Artyom. Schieß. Artyom, Mila, bitte kommen. Ein ganzes Magazin draufgeballert. Und ein weiteres hinterher. Verdammt, stirb du. Penner, wie konntest du nur Hunter umbringen? So, eben noch Munition aussammeln. Bitte kommen, Ullmann! Ich bin verwundet! Bleiben Sie mit Artyom in Kontakt! Ende. So, verstanden, Oberst. Hunter verletzt mich hier. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hoch klettern, wie du kannst und das Leitsystem einrichten. Hätte ich mir schon denken können. Bewegung, Junge! Jetzt hängt alles an dir! So, eben mal den Filter ausgewechselt. Und nun geht's weiter. Ich nehme an. Ich versuch's mal hier. Jo, hier geht's weiter. Ich wollte mich eigentlich noch umschauen, ob ich irgendwas abgreifen kann. Naja, lassen wir mal. Hier irgendwas? Ich stürze mich bestimmt hier ein. Ah, hier geht's hoch. Nun. Kriegen wir hier Moon? Kriegen wir nicht Moon? Okay. So, sieht aus wie eine Leiter. Sieht aus wie... Ich spring mal die Leiter an. Juhu. Jetzt.
schnell E drücken. Mehrmals. Drück. Jetzt zieh dich schon hoch, Artyom. Naja, nicht schlimm. Ich drück mal die ganze Zeit E, weil ich mir denke, dass diese Animation öfter kommen wird. Bin ja sicher. So, bis ich oben bin. Nun, geht's links lang. Links geht's nicht lang. Dann gehen wir immer rechts lang. So. Jo. Wie geht's denn hier weiter? Gucken wir mal kurz nach unten. Ach du Scheiße. Ach, hier ist noch was. Hier, jetzt geht's ganz nach oben. Wie geil ist das denn? So, eben hochlaufen. Ach du Scheiße. Aber die wissen schon, worum es geht, so. Meine Mutantenfreunde, ich muss von euch Abschied nehmen, weil ich euch zerstören möchte. Ihr verdammten Penner. Hab meine Familie, meine Welt zerstört. Meine liebsten, treuesten Freunde. Ja, genau, verpiss dich. So, wo soll das Leitsystem eigentlich dran jetzt? So, hier geht's weiter hoch. So, und zack. Genau. Das sieht mir nicht komisch aus. So. Wechseln wir mal eben den Filter. Schaffen wir das überhaupt? Juhu. Haben wir geschafft. Oh. So, schnell E drücken. Mehrmals natürlich. So, dann klettern wir mal hoch. Also unser Artyom muss schon irgendwie fit sein. Dass er einfach so hochklettern kann. Ein richtiger Soldat ist er ja eigentlich nicht. Ach du Scheiße, geht's da weit tief runter. So, hier ist eine Leiter. Die klettern wir hoch. Klettern wir mal hoch. Ach du Scheiße. Bitte kommen, Artyom! Bitte kommen! Ich hab nur ein paar Halluzinationen. So, wir sind ein wenig oben. Wir sind weiter oben angekommen. Nun, wir sollen das Leitsystem installieren. Wie weit geht's denn noch nach oben? Verdammt. So, jetzt gehen wir hoch. Leitsystem installieren und fertig. Das nenne ich einen Ausblick, hä? Was meint ihr? Sehr schön. So, installieren wir eben mal das Leitsystem und beenden hier das Game mal. So, Laser ist... Kontaktzone erreicht. Worauf visieren wir denn? Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Bitte schön. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Gehen wir hier ein wenig in Sicherheit, falls irgendein Mutant auftauchen sollte. Du wirst aufgehalten werden. Er darf nicht. Was darf ich nicht? Wir werden ihn zerstören. Das will ich sehen, Jungs. Das will ich wirklich sehen. So, was passiert denn jetzt? Wir kippen um. Wie blöd ist das denn? Wie wär's mit Kämpfen, Jungs? One on one. Ha? Wo sind wir? Verdammt. Sieht aus wie eine Tür.
Ihr kleinen Stinker. So. Wie cool ist das denn? Auch eine Sackgasse. Nur nach links oder nach rechts? Hier? Kommen wir nicht weiter. Also muss es Tor Nummer 4 sein. Ach du Scheiße. Hör auf mich zu ziehen, du Penner. Ach du Scheiße. Oh, wir gehen mal ein paar Schritte zurück. Du wirst aufgehalten werden. Eine Runde weiter schlafen. Ein Ladebalken, ein Ladescreen, okay. Ich lasse mich mal drauf ein. So. Können wir nicht lang? Andere Weg. Ach du Scheiße. Hä? War doch alles zu. Ach du Scheiße. Weg. Weg, verdammt. Ach du Scheiße, jetzt ist er hier. Ich geb niemals auf. Ich komme, mein Freund. Oh weia, hier ist Licht. So, gehen wir im Kreis. Ach du Scheiße. Können wir hier nicht durch? Hä? Ganz ehrlich. Ach du Scheiße. Gehen wir rechts rum, passiert nichts. Gehen wir links rum, ändert sich das Labyrinth. Ach du Scheiße. Weg. Wir sind auch in irgendeiner Art Gedankenwelt oder Traumwelt. Ich gebe niemals auf. Penner. Wir haben so eine weite Reise hinter uns. So, ich komme zu dir, mein Freund. Ach du Scheiße. Und es bricht zusammen, oder was? Oder sind wir jetzt gestorben? Wir werden wach. Was ist denn los? Wie geil ist das denn? Wir machen den Weg frei. Soll das eine Werbung werden für die Volksbank? Die Raiffeisenbank? Also ich muss vor ihm hier weglaufen. Allerdings geht's nicht weiter. Geh mal rechts. Rechts. Rechts ist die Option diesmal. Alter. Uiuiui. Hier lang und hier lang und hochspringen. Oh nein, nicht zu ihm. Nicht zu ihm da, nicht zu miese Peter da. Er kommt, um uns zu zerstören. Ja, natürlich komme ich das. Gut, dass du es erahnt hast. So. Sind wir jetzt endlich durch? Hey. Was ist es? Ist es feindselig? Töte es! Digga, ich geb dir so einen dicken Headshot. Bam. 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 Du bist ein mieser Penner. Geh in die Knie vor mir. Ja, lass mich noch ein zweites Magazin draufballern. Ha, ich hab Mutanten erlegt. Zielsequenz abgeschlossen. Artyom, die Raketen sind unterwegs! Hey, wir haben's geschafft. Wie geil ist das denn? So, gucken wir jetzt mal an, wie die Mutanten vernichtet werden.
da wurden sie abgefeuert. 3 Raketen. Werden wir nicht dabei draufgehen? Ich denke mal, dieser Fernsehturm war ja so und so nicht so sicher. Ein sehr schöner Screenshot. Werde ich bestimmt als Thumbnail benutzen. Ein weiser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Ich verstehe seine Frage nicht. Was soll denn verloren gegangen sein? So, das Spiel war von den russischen Entwicklern von 4A Games. Service vom gleichen namigen Roman Metro 2033 von Dmitri Lukowski oder wie die auch hieß. So, ich bedanke mich mal fürs Watchen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Abonniert meinen Channel, denn wie gesagt, die Fortsetzung wird kommen. Ich denke mal, das heißt Metro 2034. Ich bin gar nicht so up to date. Aber zunächst, als nächstes soll Cryostasis Let's Played werden. Also was heißt, es soll. Ich werde es machen. Ich werde sehr viel Spaß dabei haben. Ich hoffe, ihr joint mir einfach nach und habt mit mir, zusammen mit mir Spaß. Zumindest beim Watchen. Ich bedanke mich mal dann fürs Watchen. Bis zum nächsten Mal. Bye.